sichtbar gedrückte Stimmung bei euch nach diesem nach dieser hohen Niederlage? Dass da niemand erfreut ist, ist glaube ich klar, aber ja, wir nehmen die Niederlage so wie sie ist. Ich meine, Offenbach ist ja auch nicht ein No-Name und von dem her ärgern wir uns natürlich. Wir müssen das natürlich die Woche jetzt analysieren und angucken, was wir da besser machen können. Aber es ist ja selbstverständlich, dass wir da keine Jubelsprünge jetzt machen. Meinst du, es hat heute vieles nicht geklappt oder war der Gegner einfach zu stark? Was kannst du jetzt schon sagen? Ja, ich muss dem Gegner sehr hohen Respekt zollen, weil die es einfach auch sehr stark gespielt haben. Viele Einzelspieler, die auch in extremen Drucksituationen einfach die Ruhe behalten haben, sich rauslösen konnten, auch aus schwierigen Situationen bessere Lösungen gefunden haben. Ich fand unser Spiel gar nicht so richtig schlecht, aber es ist halt schwierig, gegen so eine dominante Mannschaft dann dagegen zu halten. Ich fand auch, dass ihr in der zweiten Halbzeit für 20 Minuten eine ziemlich gute Phase hattet. Ja, darauf müssen wir aufbauen. In der Halbzeit haben wir es angesprochen, dass du natürlich 3 Tore kriegst. Das sind ziemliche Nackenschläge, aber wir haben es in der Halbzeit angesprochen und haben gesagt, wie wollen wir uns hier verabschieden? Wir wollen für die Zuschauer uns da reinhängen. Wir wollen als Mannschaft geschlossen auftreten. Und das Ergebnis hat man gesehen, dass wir tatsächlich die 20, 25, vielleicht sogar 30 Minuten da bestens mithalten können. Dass am Ende dann die Kräfte ausgehen und du halt in der letzten Minute noch oder kurz vor Schluss noch 2 fängst, ist einfach dem geschuldet. Aber trotzdem großer Respekt eigentlich an die Mannschaft. Eure nächste Aufgabe ist ein Konkurrent unten, Freiburg 2. Wie geht ihr in das Spiel rein? Ja, wir gehen in das Spiel rein, wie jedes Spiel. Wir wollen gewinnen, wir wollen Fußball spielen, wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen. Und ich denke, das ist ein anderer Kaliber, als jetzt Offenbach war. Von dem her sehe ich unsere Chancen auch höher einzuschätzen. Ich freue mich eigentlich auf die nächste Partie und hoffe, wir können einiges besser umsetzen, als wir es jetzt bei diesem Heimspiel geschafft haben. Es war ja schon zu Beginn der Saison klar, dass es ganz hart wird. Wie ist es, wenn man dann mittendrin ist? Wie ist es? Schön. Punkt. Weil Regionalliga spielen und wir sehen es hier gegen solche Mannschaften, auch was für Zuschauer da sind, was für eine öffentliche Präsenz das hat. Das macht mir Spaß. Ich finde es gut. Und dass wir nicht jedes Spiel dominieren können oder super dagegen halten können. Damit muss man leben und damit komme ich gut klar und deshalb freue ich mich eigentlich auf die Aufgaben, die da sind. Felix, danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Ja, danke auch.